Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Testcampern. Heute haben wir uns mal ein Vordach gesucht, denn das Wetter ist heute recht unbeständig und wir wollen ja hier auch draußen im Trockenen bleiben. Gerade geht's, deswegen beeilen wir uns und wir stellen heute ein ganz besonderes Fahrzeug vor. Wir haben hier einen Wanner Silver Dream und da ist der Name quasi Programm. Denn zum einen, wie man sieht, er ist komplett silbern und zum anderen bei dem Preis für viele auch einfach ein Traum. Das andere Problem ist natürlich noch, es ist ein sehr exklusives Fahrzeug mit GFK-Monocoque. Deswegen dürfte auch für viele ein Traum bleiben, weil eben nur 20 bis 50 Stück im Jahr produziert werden. Zu den genauen technischen Daten weißt du ja noch mehr. Genau, du hast ja vorhin schon mal angeschnitten quasi der Preis. Also die Baureihe Silver Dream, es gibt verschiedenste Grundrisse. Der kürzeste beginnt bei knapp über 100.000 Euro und das hier ist der längste und auch teuerste, der beginnt bei knapp 147.000 Euro. Und wenn ich sage der längste, dieses Fahrzeug hat 7,70 Meter Länge. Serienmäßig basiert er auf dem Mercedes Sprinter, wie man hier sieht, mit Heckantrieb. Serienmäßig hat er 170 PS und ist ein 4,1 Tonner. Das hier ist das private Fahrzeug vom Firmenbesitzer, von Karl-Heinz Wanner. Hier ist natürlich alles drin, was die Aufpreisliste hergibt und so landet dieses Fahrzeug bei 205.000 Euro und wie ihr nachher sehen wird, es wird auch zum Campen genutzt, weil es ist gut ausgestattet mit Geschirr und allem drum und dran. Aber Philipp meinte ja auch, GFK Monocoque ist eigentlich nur einer von drei mir bekannten Herstellern, die damit arbeiten. Das ist zum einen La Strada mit dem Nova, das ist die italienische Marke Wingham und es sind eben die Wanner Silver Dream. Monocoque heißt, der ganze Aufbau wird aus einem einzigen Teil gefertigt, das heißt, es gibt keine Kanten, Ecken, wo Undichtigkeiten auftreten können, was auch den Vorteil hat, dass das Fahrzeug sehr stabil ist. Also dieser Käfig ist ja vor allen Dingen selbsttragend. Ja. Heißt, die Möbel sind nicht mit im als tragende Elemente eingeplant. Das lässt natürlich bei der Gestaltung viel Raum und hat noch weitere Vorteile, was wir euch aber nachher drin zeigen. Genau. Aber bevor wir reingehen, würde ich sagen, gehen wir erst einmal außen rum, weil auch da gibt es schon etliches zu sehen. Ja, fangen wir mit der Front an und hier sehen wir natürlich, dass der flammneue Sprinter drunter steckt und es ist tatsächlich einer der auslaufenden Sechszylinder, also standesgemäß motorisiert hier mit 190 PS Diesel. Die braucht er tatsächlich auch, denn das Fahrzeug wiegt fahrfertig 3,3 Tonnen und hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 5 Tonnen. Da ist also noch jede Menge Spielraum für Zuladung. Super zum Campen, wenn man gerne viel mitnimmt. Was mir besonders gut gefällt, viele Sprintermodelle haben immer den Punkt, dass sie unlackierte Stoßstangen haben. Hier ist alles top. Oben in einem hellen Silber, unten in so einem Rauchgrausilber. Sehr, sehr schön, stimmig ausgeführt. Was hier unten noch auffällt, wo wir hier gerade sind, sieht man schon, hier ist der Sensor untergebracht für den Abstandstempomaten. Das ist dann natürlich das, was das Reisen wirklich angenehm macht, wenn man dem Fahrzeug einfach sagt, roll vor dich hin und er bremst selber und hält den Abstand. Also super Lösung. Auffällig sind natürlich auch diese Radblenden hier aus Metall. Gibt dem Ganzen noch einen sehr, sehr hochwertigen Look. Ja, aber ich würde sagen, wir schauen uns mal hier an der Seite den Aufbau an. Wir sehen schon, der Sprinter ist ja ein relativ schmales Basisfahrzeug. Der Aufbau erstreckt sich aber auf 2,30 Meter Breite. Deswegen sieht man hier natürlich, der trägt hier an den Seiten doch ordentlich auf. Und hier sind wir auch schon bei dem besagten GFK Monocoque. Das ist natürlich genial, weil es aus einem Guss ist und das sieht man eben auch an diesen schönen abgerundeten Ecken. Das ist wirklich eine tolle Konstruktion. Passend dazu haben wir hier schöne flache Rahmenfenster in Schwarz gehalten. Hier einmal das Fenster vom Bad und hinten zwei Stück vom Wohnbereich. Apropos Bad, da ist natürlich auch der Toilettenschacht zugehörig und der Kenner erkennt hier schon, hier ist ein Sogsystem verbaut. Das heißt, schlechte Gerüche werden hier über einen kleinen Ventilator abgesaugt und nach draußen geführt. Schauen wir mal ganz kurz rein in den Toilettenschacht. Und das ist so, wie wir es gern sehen wollen. Hier ist eine sehr saubere Abdichtung vorhanden. Also, ja, perfekt, kann man sagen. Kommen wir weiter. Der Auslass von der Truma. Die Truma selbst sitzt hier hinter der Klappe. Und wir können schon sehen, es handelt sich um die größte Gebläseheizung, um die Kombi 6E. Das heißt, sie kann auch per Strom heizen und per Gas wahlweise. Also auch eine sehr, sehr schicke Lösung. Und was natürlich auffällt, der Deckel wurde passend zum Aufbau nachlackiert.
Hier ein Stück weiter der Stromanschluss, soweit so gewöhnlich, auch schick passend in Grau gehalten. Und der Einfüllstutzen für den Wassertank, der ist bei dem Fahrzeug 120 Liter groß, genau wie der Abwassertank. Kurzen Blick noch nach hier unten. Das sieht natürlich mächtig aus. Die haben ja auch einiges zu tragen. Hier haben wir eine einfache Achse, aber mit einer tollen Zwillingsbereifung und schicken Design hier mit den Felgen. Schauen wir noch ganz kurz drunter. Ja, hier sieht man sehr gut auch die Struktur von dem Monocoque. Hier unten ist es etwas offener, weil es ja nicht lackiert wurde, und wie der Rahmen hier drin verläuft. Also rund um eine absolut dichte Konstruktion. Im Grunde die Creme de la Creme von dem, was man bauen kann. Hier am Heck prangt das Wanner Familienlogo selbstbewusst über dem Heckfenster. Und apropos Heckfenster, das deutet darauf hin, dass hier hinten kein Bett ist, sondern eine Rundsitzgruppe. Zeigen wir euch gleich. Liebe zum Detail erkennt man auch hier am Mercedes-Stern, denn hier ist eine kleine Wölbung reinlaminiert, dass der Stern wirklich bündig auf dem Monocoque klebt. Typisch Wanner ist der Zugang von hinten zur Heckgarage, so auch hier. Und man sieht, trotz einer wirklich geräumigen Hecksitzgruppe hat man hier noch viel Stauraum, und man sieht auch, das Fahrzeug wird bewohnt, denn es ist einiges an Equipment drin. Interessant ist auch, für längere Autarkie ist hier eine Ersatztoilettenkassette mit an Bord. Und ich würde sagen, Klappräder kriegt man hier auf jeden Fall auch locker noch mit unter. Weiter geht's zur Seite. Hier befindet sich ein weiterer Zugang zur Heckgarage. Und da haben wir hier dann nochmal 230 Volt und 12 Volt Anschluss und hier hinten noch den Anschluss für eine Außendusche. Hier sieht man noch einen Aufkleber. Das Fahrzeug stand auf der Messe mit den Vorteilen des GFK Monocoque Aufbaus. Und hier ist nochmal ein Einfüllstutzen fürs Frischwasser, denn dieses Fahrzeug hat optional einen zweiten 120 Liter Tank an Bord. Weiter geht's mit dieser Klappe. Das ist nicht die Toilettenklappe, wie man meinen könnte, oder Gaskasten, wegen auch der Lüftung hier. Nein, hier ist der Elektroblock. Das heißt, wenn man hier mal eine Sicherung wechseln muss, kommt man super ran. Und man kommt auch von innen. Hier sieht man Schränke, Schubladen, an die man auch von innen rankommt. Die Lüftungsgitter für den Absorberkühlschrank. Und hier vorne ist dann noch der Gaskasten. Ebenfalls bündig in die Karosserie eingebunden, mit Magnet gehalten. Man kriegt zwei 11 Kilo Flaschen rein und hat hier auch eine Gasumschaltanlage mit an Bord. Interessant ist an der Türe, weil das Monocoque ist ja hier so leicht gewölbt, damit eine normale Standardtüre reinpasst, ist hier dann der Ausschnitt ein bisschen nach außen gezogen, dass eben diese Tür hier auch dicht reinpasst. Und ich würde sagen, Zeit reinzugehen. Ich habe hier schon mal in der Steuerzentrale vom Silverdream Platz genommen, auch wenn ich den mit meinem B-Führerschein leider gar nicht bewegen dürfte. Wir haben hier das klassische Sprinter-Cockpit hier mit diesen Bedienteilen für das MUX-System. Und was mir aufgefallen ist, wir haben einen manuellen Handbremshebel. Das ist mir tatsächlich sehr sympathisch. Ebenfalls aufgefallen ist mir, dass diese Sitze hier mit einem sehr, sehr edlen Leder bezogen wurden. Wir haben hier wirklich einen enormen Sitzkomfort. Wir haben hier eine ausziehbare Oberschenkelauflage. Das heißt, hier lässt es sich richtig, richtig komfortabel und gut reisen. Und was darf natürlich nicht fehlen, in den Kopfstützen ist auch nochmal das Wanner-Wappen aufgegriffen. So viel dazu. Kommen wir mal weiter. Ah, bevor ich jetzt hier zum Bett komme, was mich immer noch interessiert, ist der Punkt, wie harmoniert der Boden mit den Möbeln? Und da wagen wir doch mal einen Blick unter den Teppich, der hier im ganzen Fahrzeug ausgelegt ist. Ja, der Boden hat hier fast dieselbe Farbe, eben eine Holzstruktur in Dielenoptik, das ist PVC. Und ja, harmoniert farblich wirklich gut. Also gefällt. So, einen Schritt raus aus dem Fahrbereich, stehe ich quasi schon an den Betten und habe hier zu meiner Linken einen großen doppeltürigen Kleiderschrank, was direkt auffällt. Hier ist mal eine Beleuchtung drin, die ihren Namen verdient. Und vom Platz her kann ich hier zig Jacken reinhängen und es ist einfach so viel Platz, dass hier nichts knittert oder knautscht. Auf der anderen Seite das etwas kleinere Pendant, auch nochmal ordentlich Stauraum.
und im unteren Bereich eine ausziehbare Treppe, denn man muss ja irgendwie ins Bett kommen. Das Bett ist jetzt wie beim Alkoven noch hochgeklappt. Das lassen wir jetzt mal runter und haben hier rechts und links jeweils zwei Einzelbetten, 80 in der Breite, 2,15 Meter lang. Oder eben man nutzt diese Hauptmatratze als Querbett, wobei die Leseleuchten oben rechts und links mit Nachtlichtfunktion, die sprechen natürlich für eine Nutzung als Einzelbetten, haben übrigens jeder auch noch für sich einen USB-Anschluss, sodass man sein Handy laden kann über Nacht. Und für Licht und Luft bzw. Licht abends weniger sorgen hier diese beiden Dachfenster, das heißt Belüftung, Stauwärme hat man hier auch nicht so massiv. Hier oben gibt es noch eine dritte Lampe, die wird über einen Drehregler geschaltet, hat auch eine Nachtlichtfunktion. Und ich kann hier ganz schön zwischen Kaltweiß und Warmweiß wechseln. Je nachdem, ob ich eher lesen möchte oder ob ich zur Ruhe kommen möchte, dann ist Warmweiß natürlich sinnvoller. Weitere Unterhaltungsmöglichkeit, das sieht man jetzt hier nicht so ganz. Hier ist noch ein kleiner Fernseher untergebracht, den kann ich hier mitten in den Raum ziehen, sodass, wenn ich hier in den Einzelbetten liege, eben hier abends noch Nachrichten oder einen Spielfilm schauen kann. Und da man in einem Reisemobil ja keinen Zentimeter zu verschenken hat, wird die Treppe natürlich auch noch genutzt, wenn die einmal ausgezogen ist. Und wir haben hier 1, 2, 3 Staufächer. Da lässt sich dann zum Beispiel die Bettwäsche vernünftig unterbringen. Ich mache das Ganze mal wieder zu und komme noch auf eine kleine Besonderheit zum Thema Belüftung. Denn wir haben hier eine Aussparung, die gibt es auf der anderen Seite auch, und eine Klappe. Da die aber so rum öffnet, müssen wir mal kurz die Position tauschen. Hier sieht man noch mal ganz kurz diesen Spalt und der führt tatsächlich hier hinter dieser Klappe, die machen wir ganz kurz auf. Man sieht ein großer Lüfter und der ist standesgemäß mit einer Fernbedienung und elektrisch. Das heißt, ich kann ihn hier elektrisch ausfahren. Sieht man schon, die Dachhaube geht auf. Und den Lüfter kann ich dann entsprechend auf Luftzufuhr oder Luftabfuhr stellen, was natürlich praktisch ist, da ich hier direkt die Dusche daneben habe, dass die Feuchtigkeit rausgeht. Aber es funktioniert auch, wenn ich diese Klappe geschlossen habe, dann nämlich saugt er die warme Luft ab oder bläst eben Frischluft ein. Und das kommt dann einerseits hier in Richtung Schlafbereich oder parallel, beziehungsweise nicht oder, sondern und parallel hier aus einem Schlitz Richtung Wohnbereich. Das heißt, ich kann den Lüfter bei geschlossener Klappe laufen lassen und habe hier im ganzen Fahrzeug eine perfekte Frischluftzufuhr durch die geschlossene Zwischendecke. Denn ich habe hier, wie gesagt, diese zwei Schächte. Sehr, sehr schick gelöst. Und dass es automatisch auf und zu geht, ist natürlich auch eine feine Sache. So, fahren wir wieder zu und machen die Klappe wieder zu. Fernbedienung hat hier ihren Halter am Eingang und wir kommen weiter zum Bad. Das Bad grenzt hier, wie man sieht, direkt an den Schlafbereich an und ich habe hier zum einen eine richtig geräumige Dusche mit einer edlen Echtglastür. Die ist ja auch recht futuristisch beleuchtet. Ich gehe mal kurz rein und man sieht schon, ja, das ist von den Platzverhältnissen fast wie zu Hause, also man hat hier keinen klebrigen Duschvorhang, aber das erwartet man natürlich auch in dieser Klasse, dass hier alles eine ganze Ecke edler ausgeführt ist. Schick hinterleuchtete Duschwand hier oben mit 3 Spots, schön Fächer und Ablagen für Duschbad und Shampoo und eine Mischarmatur mit einem Halter. Hier zusätzlich nochmal einen kleinen Pilzlüfter, der eben auch nochmal über einen separaten kleinen Elektrolüfter verfügt. Hier geht dann schon mal ein Teil raus und der Großteil der feuchten Abwärme geht dann eben hier durch den großen Lüfter zum Dach raus. Nach dem Duschen habe ich hier 2 Handtuchhaken, da kann ich in nassen Handtücher reinhängen, wenn die dann noch ein bisschen nachtropfen sollten, kein Problem, denn ich habe ja hier eine sehr gut abgedichtete Duschwanne. Das Ganze ist wie in Reisemobilen üblich, ich mache mal kurz wieder die Fahrtsicherung rein, als Raumbad konzipiert. Das heißt, genau gegenüber befindet sich der Toilettenraum und der lässt sich hier über die Tür eben verschließen, sodass es dann eben ein für sich genommener Raum ist. Nach vorne lässt er sich jetzt auf den ersten Blick nicht abtrennen, macht aber nichts. Im Normalfall habe ich ja sowieso vorne den Vorhang zu, also den Sichtschutz. Und es ist natürlich auch praktisch, wenn ich aus der Dusche komme, mich abgetrocknet habe, dass ich dann hier direkt unter den Betten an die Kleiderschränke komme. Der Toilettenraum gegenüber
ist nochmal ein Stück erhöht. Hier habe ich nochmal einen Handtuchhalter fürs Händlerhandtuch. Eine edle Mischarmatur, da merkt man schon direkt, das ist wie zu Hause. Das ist eine keine Kunststoffarmatur, das ist was Hochwertiges, genau wie die Halter. Die sind alle kalt, das sind Metallarmaturen. Das gefällt sehr, sehr gut. Und drüber noch zwei Spiegelschränke, jeweils mit Beleuchtung, sodass man sich auch zurecht machen kann, wenn man abends mal irgendwo hingeht und eben dahinter seine Utensilien so verstauen kann, dass sie auch während der Fahrt in den geschlossenen Schränken nicht umfallen. Kopffreiheit ist für mich ausreichend vorhanden. Ich habe hier eine 230 Volt Steckdose für den Föhn, Lichtschalter und auch hier nochmal eine Entlüftungsmöglichkeit in Richtung Dach. Die Toilette ist in dem Modell drehbar ausgeführt und man sieht schon, selbst bei geschlossener Tür ist hier ausreichend Raum vorhanden. Ganz kurz noch vergessen beim Stauraum, unterm Waschbecken gibt es hier auch noch einen Stauraum. Das ist ganz witzig gemacht, denn in der einen Türhälfte verbirgt sich dann direkt der Toilettenpapierhalter. Und ich habe noch zwei große Ebenen. Hier sieht man schon, wofür man die gut nutzen kann. So, Entlüftung. Hier natürlich nur das Seitenfenster, was wir schon von draußen gesehen haben. Das war es dann aber auch vom Bad. Und die Tür kann man auch in die andere Richtung aufmachen. Deswegen würde ich sagen, ich übergebe jetzt an Christian. Der zeigt euch Küche und Sitzgruppe von dem Fahrzeug. Im Eingangsbereich empfängt einen dieses Wandpanel im schicken Rautenmuster. Das ist in Kunstleder gehalten, cremeweiß, kontrastiert schön zu den Holztönen vom Rest des Eingangs. Dann haben wir hier noch die Schaltzentrale, Heizungsbedienteil. Hier kann man sich Batterieladungsstände abrufen, auch die Füllstände der Frischwasser- und Abwassertanks, ebenso wie die Solarzelle. Da kann man gucken, wie viel Leistung gerade durchfließt. Hier das Fiamma ist die elektrische Außenmarkise, kann man also hier per diesem Schalter ein- und ausfahren. Und hier haben wir noch drei schicke Instrumente, die so ein bisschen an den Bootsbau erinnern. Kann man zum Beispiel Temperatur ablesen oder einfach auch die Uhrzeit. Das hier ist der Platz für die Fernbedienung der Lüftung, die euch Philipp gezeigt hat. Und hier unten haben wir noch den Schalter für den Wechselrichter und den Schalter für die Umschaltanlage. Also alles an einem Platz, alles übersichtlich und wirklich selbsterklärend. Auf dieser Seite ist die Küche. Und der Küchenblock ist wirklich riesig. Man hat hier extrem viel Arbeitsfläche und extrem viel Raum. Das Spülbecken ist auch groß genug dimensioniert. Man hat hier einen hohen Wasserhahn, damit man hier auch höhere Töpfe gut reinkriegt und waschen kann. Die Kaffeemaschine hat hier einen angestammten Platz, gut ausgenutzt und gekocht wird auf diesem Dreiflammkocher mit elektrischer Zündung. Was auffällt, ist die geschwungene Form der Küchenzeile, was zum einen hier viel Arbeitsfläche bringt und zum anderen hier oben bei den Schränken extrem viel Stauraum. Man sieht, man kommt hier richtig weit rein. Geschirr ist auch schon drin. Hier haben wir nochmal zwei Türen, die zu einem weiteren Stauschrank führen, der hier tief ist, hier ein bisschen flacher wird, aber man sieht auch, selbst an der flachen Stelle passt noch eine Schüssel rein. Im Küchenblock selber, halt so, muss man sich so machen. Im Küchenblock selber haben wir hier im Unterschrank nochmal Platz für Töpfe und hier ebenfalls nochmal genug Stauraum. Man sieht auch, die Ventile für die Gasanlage sind hier unten gut erreichbar und auch beleuchtet, dass man auch im Dunkeln sieht, wenn man irgendwas sucht. Hier oben haben wir nochmal weitere Arbeitsfläche, die man einfach hier rausziehen kann. Kann man also nochmal zum Schnippeln oder was abstellen. Das ist schön gelöst und vor allen Dingen sehr stabil. Und dann gibt es noch drei Schubladen hier für Besteck und was man sonst noch so in der Küche braucht. Ah, hier, Kaffee ist auch dabei. Auf der anderen Seite haben wir hier den großen Kühlschrank mit Doppelanschlag. Das heißt, die Türen gehen in beide Richtungen auf und man hat wirklich genug Stauraum für die Lebensmittel für zwei Personen. Hier drüber ist dann nochmal eine Staumöglichkeit, nochmal eine Kaffeemaschine. Dann geht es weiter mit der Sitzgruppe und als erstes fällt einem hier der Fernseher auf. Der ist relativ kompakt gehalten, man kann ihn aber dann auch hier in die Raummitte ziehen, dass man ihn also wirklich von jedem Platz gut erkennen kann und die Nachrichten schauen kann oder Sport. Und hier haben wir noch eine Stereoanlage, die über den Wechselrichter betrieben werden kann. Die Boxen sind dann hier in der Sitzgruppe. Darunter haben wir nochmal,
ja, Fernbedienung für die gesamte Technik und Betriebsanleitungen und eine weitere Tür, wo immer noch weiterer Stauraum geboten wird. Weiter geht's mit dem Highlight der Sitzgruppe. Ich stehe jetzt hier in der Sitzgruppe, aber bevor ich euch die genau zeige, noch ein Wort zum Aufbau. Man sieht hier, die Wände sind gepolstert und das hat auch einen Grund. Ich habe hier mal, das ist der Aufbau dieses Fahrzeugs, das ist die GFK Außenhaut. Hier haben wir XPS-Isolierung, kommt nochmal GFK und dann hier Schaumstoff und Kunstleder. Und normalerweise ist der Möbelbau hier an der GFK Innenseite angebracht. Und man hört schon, es kann Geräusche geben. Bei Wanner ist es so, dass die Möbel hier gedämmt sind. Man merkt, man kann es nicht mehr bewegen und es gibt weniger Geräusche. Und das ist tatsächlich so, wenn man mit diesem Fahrzeug fährt, hört man vom Möbelbau quasi gar nichts. Was man auch erkennt, die Schränke sind wirklich einmal komplett umlaufend. Also hier kann man wirklich mehr als genug an Reiseutensilien, Klamotten und sonstigen unterbringen. Gut, zur Sitzgruppe. Man sieht, sie ist wirklich geräumig. Hier kann man sich super bequem machen. Kann sich auch hier so in die Ecke lümmeln. Hat dann einen guten Blick auf den Fernseher. Hier eine LED-Beleuchtung, oben LED-Spots. Und hier nochmal Lesespots. Und jeder Lesespot hat auch einen eigenen USB-Anschluss für die Mobilgeräte. Den Tisch kann man verschieben und drehen, ganz wie es einem beliebt, so dass jeder wirklich gut an seine Getränke und sein Essen rankommt. Und man kann diese Sitzgruppe auch noch zu einem Bett umbauen. Also ich finde das hier sehr gemütlich. Das helle Kunstleder passt, finde ich, auch sehr gut zum Rest der Ausstattung. Und natürlich ist Design immer Geschmackssache. Es gibt die Innenausstattung auch noch in zwei anderen Varianten, falls einem diese Farbkombination nicht gefällt. Wobei ich muss sagen, das erinnert so ein bisschen an Yachtbau mit diesen glänzenden Oberflächen. Ich finde, es passt zu diesem Fahrzeug. Und damit sind wir hier eigentlich durch. Weiter geht's zum Fazit. Bevor wir zum Fazit kommen, noch mal ein paar Worte zum Gewicht und zu den Preisen. Wir haben es zwar am Anfang schon mal kurz erwähnt, aber noch mal im Detail. Also fahrfertig gibt Wanner dieses Fahrzeug mit knapp über 3,3 Tonnen an. Serienmäßig ist ein 4,1 Tonnen Fahrwerk an Bord. Das heißt, Zuladungsreserven müssten eigentlich ausreichend sein. Wenn man aber ganz sicher sein will, vor allen Dingen bei so einem top ausgestatteten Fahrzeug, ist die Auflastung auf 5 Tonnen sicher sinnvoll. Also insofern, zu zweit kommt man da gut mit aus, würde ich mal sagen, auch mit dem zweiten Wassertank und was hier noch alles drin ist. Die Markise, die elektrische, die wiegt, zwei Fernseher, eine Sattanlage auf dem Dach, Solar auf dem Dach. Also da macht es doch Sinn, einfach 5 Tonnen zu haben, ist man immer auf der sicheren Seite. Die Einschränkungen von den vier, ob man jetzt 4,1 oder 5 Tonnen hat, man ist eher als LKW zugelassen, hat mit den Einschränkungen zu leben, da ändert sich nichts. Die Steuer ist nur minimal höher. Also wenn schon, denn schon. Wenn schon, dann volle Hütte und man hat dann auch noch die Zwillingsbereifung, die finde ich schon auch was her. Macht was her, ja. Genau. Dann noch Preise haben wir auch noch mal kurz. Es gibt 10 verschiedene Grundrisse vom Wanner Silver Dream. Es beginnt bei 6 Metern, das ist der kürzeste. Das hier ist der längste mit 7,70 Meter. Die Preise beginnen bei 109.900 Euro für das 5,99 Meter Modell und wie gesagt enden bei diesem Modell für knapp 147.000 Euro. So wie er hier steht, 205.000 Euro, was jetzt natürlich nach einer ganzen Menge Geld klingt, aber man bekommt ein exotisches Fahrzeug, ein Fahrzeug mit einer super hochwertigen Aufbautechnik und auch der Möbelbau ist alles sehr solide. Gibt natürlich auch ein paar kleinere Kritikpunkte, einen davon hast du. Ja, ganz genau. Also mir ist zum Beispiel ein bisschen aufgestoßen, dass der Sprinter ja ein relativ schmales Chassis mitbringt. Jetzt baut er hier ziemlich breit auf. Also in Verbindung mit diesem wahnsinnig komfortablen Fahrwerk ist es eben so, dass wenn man da durchläuft oder so, das ist schon sehr wackelig, das Fahrzeug. Also man merkt, dass es zum Schwanken neigt. Heißt, in der Preisklasse wäre vielleicht noch angebracht, da noch eine Hubstützenanlage nachzurüsten. Dann wäre es im Grunde perfekt. Und ja, perfekt finde ich persönlich auch die große Hecksitzgruppe. Ich finde das super, mit den Fenstern drumherum da im Halbrund sitzen zu können. Allerdings hat man dann natürlich den Kompromiss. Wir haben es gesehen, die Betten sind flexibel nutzbar als Einzel- und als Doppelbett. Aber man hat natürlich den Kompromiss mit der Kopffreiheit, wie das eben so ist, wenn man oberhalb von dem Fahrabteil schläft. Ansonsten wahnsinnig beeindruckend, was da alles drin steckt. Aber bei dem Preis wohl doch eher ein Traum. Ja, es bleibt ein Silver Dream Preis.
und vor allen Dingen Anzahl, Stückzahl der gebauten Fahrzeuge. Aber ich finde, es ist ein schöner Traum und wer ihn sich erfüllen kann, macht, glaube ich, nicht allzu viel falsch. Also, das lohnt sich. Den Test in gedruckter Form findet ihr natürlich in der Promobil. Ebenso gibt es Caravaning und Clever Campen gedruckt am Kiosk. Da lohnt sich immer mal ein Blick rein. Und uns interessiert jetzt natürlich, wie gefällt euch der Wanner Silver Dream? Was ist top? Was ist flop? Wir sind gespannt auf eure Meinungen. Schreibt es in die Kommentare. Wir lesen sie auf jeden Fall. Ja, dann bleibt nur noch zu sagen, wenn euch der Beitrag gefallen hat, lasst uns ein Like da und abonniert unseren Kanal. Genau. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende. Sind wir am Ende. Sonne ist da. Feierabend. Feierabend. Ciao. Ciao.